Ja, hey Leute, ich bin der Bruger. Ihr seht hier schon mal ein kleines Ankündigungsvideo für Payday 2, was jetzt auf Steam erschienen ist. Endlich, möchte ich mal sagen. Ja, das Let's Play zum ersten Teil habt ihr zwar nicht bei mir gesehen, es war geplant, aber wir haben es leider zeitlich nicht hinbekommen. Sollte damals direkt nach Dead Island Riptide kommen. Naja, auf jeden Fall sage ich euch schon mal das Line-Up, wer mitmacht. Und zwar einmal die liebe Kati, aka Tyraphine. Die kennt ihr natürlich schon vom Last of Us Multiplayer. Dann ebenso unseren Lieblingsschweizer, den Foka, auch aus diesem. Und den lieben Freaky von Freaky Zockt. Oder das Freaky Let's Play heißt er jetzt, ja. Naja, wie soll ich sagen? Wir freuen uns alle schon tierisch drauf. Und angedacht ist es jetzt zumindest jeden Tag um 19 Uhr ein Video zu bringen. Ist halt ein bisschen schwer zu vereinbaren zu viert, ihr kennt das vielleicht. Aber wir geben unser Bestes. Heute Abend werden wir anfangen mit dem Aufnehmen. Also, wenn ihr das Video jetzt seht, kommt morgen um dieselbe Zeit dann schon Part 1, nämlich täglich Montag bis Samstag 19 Uhr auf unseren vier Kanälen. Das heißt, ihr könnt wunderbar aus jeder Sicht das Spiel genießen. Hoffe ich doch zumindest. Naja, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein. Und zwar kann ich zumindest in mein Versteck gehen. Das habe ich schon gemacht. Aber wir machen das eben nochmal. Ich habe schon mal kurz reingeschaut. Es gibt so eine Art Tutorial. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht übersprungen oder ich habe die Möglichkeit dazu, es nochmal zu zeigen. Denn das war eigentlich ziemlich cool gemacht. Ihr könnt euch auch eigene Masken designen. Da werde ich mich vielleicht mal ransetzen und mir eine schöne Panda-Maske basteln. Gucken wir mal. Na, es lädt schon mal ganz schön lange. Ja, es ist natürlich ein taktischer Shooter. Also so im Stile von vielleicht Left 4 Dead. Das ist zumindest das Erste, was mir so einfallen würde. Es gibt ein Level-Up-System, das heißt, wir können unsere Charaktere aufwerten. Wir können Ausrüstung dazu bekommen, wenn wir Level-Ups kriegen. Und ja, also es ist ein kooperativer, taktischer Shooter, wie gesagt. Und macht mir persönlich sehr viel Spaß. Aber schauen wir mal. Oh, schade. Ich dachte, ich kann mir jetzt hier schön nochmal das Tutorial geben. Kann ich nicht. Denn man fängt hier draußen an, vor dem Haus, und bekommt dann gleich etwas Geld, mit dem man sein Versteck aufwerten kann. Ich kann nicht mehr raus. Okay. Na gut, ich kann mir meine Maske aufsetzen. Das dauert immer eine Weile. Jede Aktion hier dauert eine gewisse Zeit. Sonst wäre es ja auch zu einfach, wenn man alles sofort ausführen könnte. Es ist nämlich ganz schön knackig vom Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Also man wird sehr schnell unseren Bildschirmtod miterleben können. Aber das macht nichts, denn wie schon in dem lieben Zombie-Shooter von Valve, kann man auch hier seine Leute wiederbeleben, wenn sie sterben. Wir können nämlich Geiseln nehmen und die dann bei der Polizei eintauschen. Finde ich eine super Sache. Hier seht ihr mein Versteck übrigens. Dort sind überall Kameras. Glaubt man gar nicht, was hier unter so einem kleinen Waschsalon alles im Untergrund ist, oder? Hammer, hammer hart. Naja, grafisch ist jetzt nicht die Wucht, aber das ist auch gar nicht schlimm, finde ich, denn es macht auch schon so eine Menge Spaß. Denn Grafik ist ja nicht immer alles, obwohl es doch schon sehr stimmig aussieht. Ja, mein Konto, ihr seht, ich habe 88.000 Dollar. Ich glaube sogar, das Geld aus Teil 1 wurde da ein bisschen mit übernommen. Ich habe Teil 1 auch gespielt, nicht sehr lange, muss ich zugeben. Aber das lag nur daran, dass es außer mir sonst großartig keiner besitzt, dieses Spiel von meinen Freunden. Beziehungsweise hier auf YouTube, meine YouTube-Bekannten, mit denen habe ich da ein bisschen gezockt. Also mit Rio und Freaky mal ganz kurz, aber das war es dann auch. Naja. So, wir können hier unsere Tools ansetzen, unter anderem hier Bohrer. Ich habe leider zurzeit noch kein C4 oder das andere, dieses, ja, Dietrich ist das wohl. Auch hier habe ich nur einen Bohrer. Warte mal, ich will mal ganz kurz schauen, ob ich da nicht noch was finde. So, hier können wir unsere eigenen Masken designen. Ich weiß leider noch nicht ganz, wie das funktioniert. Ja. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht finde ich es ja noch raus. Auf jeden Fall können wir hier wohl besprühen die Masken. Ja, drücken für Infos. Ein bisschen doof, ne? So, wir können natürlich ballern. Was? Ja, ist ein bisschen ungewohnt, weil die Waffe wackelt auch ziemlich. Aber ich finde, das Schussverhalten ist schon recht realistisch. Also, kann man nicht meckern. Ist ganz cool gemacht. Ich weiß ja gar nicht, wie laut das gerade ist. Aber was mich so am ersten Teil fasziniert hat, waren einfach die harten Schießereien. So im Stile von Heat. Also diese ganz typischen Überfalls- oder Heist-Filme. Kennt ihr ja sicherlich. Auch dafür muss man wieder gedrückt halten.
Ja, ist echt super. Also die Stimmung kommt fantastisch rüber und der Soundtrack, Leute. Die Soundkulisse und überhaupt die Musik, die man so hört. Warum treffe ich den nicht? Ja, muss man öfter schießen für die. Ist einfach nur stimmig. Also, ich feiere das richtig. Nicht, dass wir gut sind. Also, das sage ich jetzt schon mal. Wir sind vielleicht nicht die besten Shooter-Spieler. Also, von mir wisst ihr das. Von Freaky wisst ihr das. Von Foka und Tyraphine weiß ich nicht. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie großartig Shooter spielen sehen. Außer jetzt Last of Us. Aber das ist ja wieder was anderes, weil man es mit Controller spielt, nicht wahr? Naja, ich bin schon mal gespannt darauf. Wird ziemlich cool werden. Das kann ich euch schon versprechen. So, hier können wir noch üben, wie wir Türen aufschießen. Oder. Ja, man kann sie aufschießen oder man kann sie auch einfach knacken. Hier mit einem Dietrich. Dauert halt alles ein bisschen länger, aber ist leiser. Als würde ich die Tür jetzt aufschießen. So, geht wunderbar. Ich glaube, hier liegt genau eine Schlüsselkarte. Da können wir jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen entweder C4, das ich noch nicht habe. Ich glaube, das muss ich erst freispielen, oder? Ja. Warte mal, kann ich das auch auf. Geht das? Aufhauen? Nee. Ah, wir nutzen die Schlüsselkarte und so geht's einfach am schnellsten und auch am leisesten, natürlich. Na gut, die Möglichkeiten hätten wir auch schon ausprobiert. Ich schau mal, was mein Bohrer macht. Hoppala. Der müsste bald soweit sein. Das ist auch immer so ein Clou im Spiel. Man muss die Bohrer anwerfen und dann beschützen. Oh, seht ihr, der ist nämlich stehen geblieben. Manchmal drehen die sich irgendwie fest. Und dann muss man schnell hin und das hier machen und sich dabei von seinen Kollegen wieder Deckung geben lassen. Das ist so der taktische Aspekt im Spiel. Richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Naja. Aber gut, Leute, ich würde auch sagen, wir lassen es mal gut sein mit diesem kleinen Video. Ich habe eigentlich gehofft, ich kann euch das Tutorial komplett zeigen, weil. Ja, irgendwie hat was bei der Aufnahme nicht gestimmt. Oh, sehen wir mal, wir können die Kameras schauen. Ja, interessant, aber nichts wirklich. Oh, da ist einer. Ne? Hat sogar so einen Personenerfasser, das finde ich super. Naja, wir gehen mal wieder raus. Let's do this. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich muss mal gucken, wer meine Figur sein wird. Ich möchte eigentlich gerne Hexen spielen, oder heißt der so? Dieser Brite eben. Den finde ich am coolsten. Und, naja, die anderen mal sehen, für was die sich entscheiden. Auf jeden Fall habe ich mir den schon gesichert. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird sehr viel Spaß machen, denke ich doch. Also mir wird es Spaß machen, den anderen wahrscheinlich auch. Und euch hoffentlich sowieso. Naja, wir sehen uns morgen 19 Uhr, wenn das Let's Play losgeht. Das Vierer-Let's Play. Bis dann!